Jo Leute, mein Name ist Rife. Gestern haben wir hier die 27. Folge von Rife spielt Spiele Assassin's Creed 3 beendet. Und heute machen wir hier weiter mit der 28. Und ich habe heute erstmal vor, nachdem wir in der letzten Folge hier durchaus etwas Action hatten, würde ich jetzt mal das Ganze hier bezeichnen. Denke ich mir, will ich diese Folge etwas ruhiger angehen und vorerst mich einmal um diverse Aussichtstürme und Schatzkisten hier kümmern. Ich dachte mir, ich war inkognito. Scheiße. Gut, dass ich das Pferd hatte. Scheiße, dass ich auf die andere Seite vom See gegangen bin. Oder vom Meer, ich weiß es gerade gar nicht. Könnte beides sein. Gut, dann schwimmen wir einmal wieder. Ich hoffe, wir können uns dann auf der anderen Seite nochmal das Pferd holen. Und, wobei... Ich glaube nicht, dass die Kiste so weit weg ist, beziehungsweise der Aussichtsturm so weit weg ist. Ist das ein Baum? Das ist der Baum hier. Oh, auch okay. Ich möchte nur einfach das Ganze hier mal abgeklappert haben, damit wir nicht auf der Karte, erstens damit wir nicht auf der Karte die ganzen Symbole haben, weil sie mich ehrlich gesagt ziemlich stören, weil man immer die ganzen Symbole vor sich sieht und dann nicht weiß, wo man jetzt eigentlich hin muss. Und noch dazu würde ich das Ganze einfach gerne so machen, damit wir auf der Map dann die umliegenden Gebiete auch angezeigt bekommen. Scheiße, nicht getroffen. Ja, wie dem auch sei. Da, oh, okay. Hä? Wie soll ich denn hier hochkommen, Alter? Okay, da sind wir jetzt mal oben hier. Los, hopp. Hopp. Scheiße. Ja, ich muss hier nur hoch. Alter. Okay. Gut, den Aussichtsturm werden wir hier vorerst einmal vergessen. Wir kümmern uns um den Schatz hier unten. Ah, scheiße. Es reicht erstmal. Oh, was ist hier los? Oh nein, sag nicht, dass das die Kiste hier ist. Ach, die ist da drin. Edles Tier. Oh, ein Puma. Dafür kriegen wir für das Fell von ihm sicher nicht so wenig Geld. Das ist ganz nett. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Da!
Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Nein! Fuck. Das war dumm. Was sollen wir denn jetzt tun hier? Ja, lass mal dorthin gehen, ey. Kein Bock auf die andere Scheiße, ne? Sind die nur 200 Meter? Gut, die können wir zu Fuß laufen. Animus-Datenbank, der zweite Kontinentalkongress. Also wir können hier in der Animus-Datenbank, soweit ich das hier in meiner kurzen Recherche von ungefähr 5 Minuten rausgefunden habe, können wir uns verschiedene geschichtliche Themen, die wir mehr oder weniger durcharbeitet haben, angucken. Also, ja, kann man machen, wenn man sich für den geschichtlichen Teil interessiert. Wenn ich nicht mich interessiere, aber ich würde es mir trotzdem jetzt nicht durchlesen. Ja. Das ist es im Prinzip auch schon. Der Menschenfresser. Ein paar Leute wollten nicht weit von hier siedeln, aber scheinbar wohnt da schon ein großer Schwarzbär mit einer Vorliebe für Menschenblut. Erlege das Biest und ein paar gute Leute wären dir sehr dankbar. Ja, das können wir erledigen, nehme ich an. Und dann kümmern wir uns auch gleich noch um den Typen hier, der Post zuzustellen hat. Danke. Hä? Ja, ich bin hier. Ist hier ein bisschen behindert? Okay. Ich würde sagen, nachdem Assassin's Creed anscheinend wieder gerade so halb gecrashed ist, was leider immer wieder passiert. Ah, er möchte, dass wir Bärenkrallen sammeln für ihn. Okay. Und Luchskrallen. Und Wolfsfänge. Und Pumafänge. Ein Wapiti. Drei Wapiti-Geweih. Geweihe. Interessiert mich jetzt gerade, erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an GTA 5 mit Wapiti und so, ne? Ah, okay, da sind wir jetzt hier wieder. Na gut, wie dem auch sei. Der Scheißgaul geht eh nicht weiter. Insofern gehe ich zu Fuß. Und um den komischen Bären kümmern wir uns auch später. Das interessiert mich momentan nicht wirklich so. Ach, da kannst du jetzt auf einmal rauflaufen. Ah, gut zu wissen. Wie weit ist denn das hier noch überhaupt? Ah, es ist hier fast nicht mehr weit. Natürlich, ich weiß, jetzt sind wir schon bei 10 Minuten, was ehrlich gesagt ziemlich scheiße ist, wenn wir hier jetzt noch die Mission starten wollen, aber ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen in der Folge, nachdem ja der Rest anscheinend mir entweder nicht richtig angezeigt wird oder das Spiel einfach wieder mal scheiße programmiert ist und mir nicht genau sagen will, was ich tun soll. Ich könnte mich natürlich auch wieder hier an so einem Baum versuchen, aber da bevorzuge ich, um ehrlich zu sein, die Kirchen und die anderen hohen Gebäude in Boston. Halt! Was ist dein Begriff? Ist das dein Ernst?
Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Was bist du denn so unfreundlich hier, ey? Wenn der mal wüsste, wen er vor sich hat. Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengrüße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Okay, wenigstens ist einer derselben Meinung wie wir. Und hat zumindest ein bisschen Informationen. Jungs, wenn ihr hier so rumlungert, wird das natürlich auch nichts werden hier, ne? Der könnte dem alten Connor hier schon mal was glauben. Schlechtes Wetter ist auf jeden Fall hier. Magst du nicht weitergehen? Scheiß Gaul? Ah, doch. Ah, gut zu wissen. Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breach ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an der Artillerie. Scheiße. Ich gehe jetzt zum Bunker Hill. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John. Sagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird, dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich küsse diese Flagge, wenn ich Erfolg habe. Ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Ja, auch wenn man werde sehr, sehr viel Vertrauen in mich legt, aber Connor regelt das. Beziehungsweise Connor und Rife regeln das. Scheiße, Alter. Hier nicht von Kanonenkugeln getroffen zu werden, ist ehrlich gesagt eine ziemliche Herausforderung. Okay, scheiße, da kommen wir nicht durch. Wow. Jawohl, erstes optionales Missionsprogramm. Wir müssen über die Hinterseite zunehmen. Ich nehme zumindest an, es ist die beste Variante. Vor allem mit den Waffen, die wir haben, ehrlich gesagt hier.
Alter, das ist die Waffe super. Das haben wir... Ah, okay, das machen wir gleich hier. Ich muss hier einfach plündern. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich brauche das Geld einfach halt wie sonst was. Das bisschen länger, das hier dauert, das kann auch nicht mehr der große Schaden hier sein. So, eine noch, komm, los, ne, zwei noch. Das waren halt jetzt auch schon wieder locker 50 Pfund hier, die wir gemacht haben dadurch. Also, das können wir uns einfach nicht entgehen lassen. Hat funktioniert, würde ich sagen. Also, auf zum zweiten Boot. Das ist gar nicht mal so kompliziert, finde ich jetzt zumindest gerade. Hätten wir gleich am Anfang der Folge machen können. Oh, scheiße, der hat eine schwere Waffe hier, Alter. Okay, erledigt. So, also jetzt plündern wir hier erstmal. Einer ist mir leider runtergefallen und mit ihm leider auch sein Geld, beziehungsweise das, was ich von ihm hätte plündern können, aber... Alter, schießen die hier immer noch, oder was? Jetzt muss ich mir hier mal eben die Landschaft gleich angucken. Wie das hier aussehen muss, ist ja auch heftig. Ach, da nach oben schießen die. Okay, dann werden wir das jetzt mal schnell beenden hier. Sehr schön. Zumindest, naja gut, dass auf den Schiffen anonym bleiben, das hätten wir uns ja sowieso sparen können im Prinzip. Hier rauf müssen wir noch. Oh, okay, shit, das habe ich vergessen zuerst. Jetzt müssen wir uns nur beeilen, nämlich haben wir das Schiff hier brennt. Hoffentlich haben wir dann auf dem anderen Schiff überhaupt noch unsere Möglichkeiten, ey. Ja gut, klettern wir gleich hier hoch. Möglicherweise ist da oben noch mehr, das weiß ich nicht so genau. Alter, ich habe mich schon fallen gesehen. Ach nee, wir müssen hier die Flagge hissen. Ah. Hier weht jetzt die amerikanische Flagge mit den EU-Sternen, interessanterweise.
Na gut, ein Grenadier haben wir halt nicht per Luftattentat umgebracht, aber komm, das und auf den Schiffen unerkannt waren wir auch nicht, aber das passt schon. Wir haben die Mission beendet und haben zumindest eine der drei Zusatzmissionen geschafft. Haben somit 125 von 195 Punkten. Ich kann mir Schlechteres vorstellen, um ehrlich zu sein. Hallöchen. Müssen wir jetzt zurück auf den Berg hier? Ich hätte nämlich nochmal gerne, ehrlich gesagt, auf die Schiffe geschaut, jetzt mit der amerikanischen Flagge oben, aber okay. Ja, dann werden sie nicht schießen, Junge. So, also bitte. Gott verdammt! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Allesamt für dich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Rika? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Morton Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Oh. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir werden uns halt wieder flüchten. Das ist das Problem. Wenn ich umkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Okay. Ich würde sagen, das war schon mal ein großartiger Erfolg für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Like da, wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Eine Sekunde. Ich muss nochmal eben hier runterblicken. Was, kann ich nicht? Ach, das ist doch asozial, ey. Ich wollte nur nochmal in den Hafen runterblicken. Naja, gut. Dann lassen wir das. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Ciao.